Mahlzeit und herzlich willkommen zurück. Erwartung schwanger, endlich Magier werden zu dürfen. So, Bursche, jetzt bring mir endlich die verdammte Feuerpfeilmagie bei. Sowas? Ah ne, das war's ja gar nicht, du. Das war Meister, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt, aber in der Bibliothek. Und Junge, Junge, beim letzten Mal über 50 Minuten lang noch geackert, um die Erfahrung zu bekommen, die nötig war, um das jetzt lernen zu dürfen. Hey. Also Hyglas, folgender Sachverhalt. Ich bin endlich bereit. Lehre mich, die Rune Feuerpfeil zu erschaffen. Um eine Feuerpfeilrune zu erschaffen, musst du am Runentisch den Schwefel mit dem Runenstein verbinden. Die Kraft der Spruchrolle des Feuerpfeils wird in die Rune einfließen und du besitzt ein Werkzeug Innos. Wenn du also alle Rohstoffe besitzt, gehe zum Runentisch und du kannst die Rune erschaffen. So, es ist nur noch die große Frage, ob ich Schwefel habe. Das ist in der Tat eine berechtigte Frage. Und da habe ich leider nicht dran gedacht. Und ich habe leider auch noch nicht nachgeschaut, welche Rollen es genau sind, die von Ignaz gebraucht werden. Ich befürchte, dass ich keinen Schwefel habe. Es wäre typisch, weil das jetzt nochmal die Sache rauszögern würde. Aber ich finde es schon mal cool, hier am Runentisch sein zu dürfen. So, mal schauen. Rune her! Ja, ich hatte Schwefel dabei. Exzellent, geiler Scheiß. So, da ist sie. Meine allererste selbst hergestellte Rune. Kann ich noch nicht tragen, weil ich halt noch keine magischen Kreise habe. Aber das ist schon mal... Okay, ich habe auch die Spruchrollen, die ihr wollte. Waren wahrscheinlich die Vergessensrollen. Ich habe hier die Spruchrollen, die du wolltest. Gut gemacht, junger Freund. Dankeschön. Jetzt wird es aber Zeit, dass du dich deinen Studien widmest. Oh ja. Und nimm diese Spruchrolle als Belohnung. Ja, auch geil. Drei Gegenstände erhalten, in Klammer Spruchrolle und dann Spruchrollen erhalten. Hä, oder habe ich es gerade richtig gelesen? Was habe ich denn erhalten? Meinst du, mir geht es besser? Na gut, wie auch immer, ich werde es noch rausfinden. So, Pyroka, beziehungsweise Uta war das ja. Ich habe deine Prüfung erfüllt. Ich habe die Rune erschaffen. Gut gemacht, Novize. Danke. Du sollst diese, deine erste Rune, behalten. Wenn du den ersten Kreis des Feuers erreicht hast, wirst du ihre Kraft nutzen können. Diese Prüfung hast du zu meiner Zufriedenheit erfüllt. Mach mal fix. Gibt's was Neues? Die Frage. Zurzeit nicht. Geh und erledige deine Aufgaben. Hey Jungs. Du hast noch viel zu tun. Meine Aufgabe ist es jetzt, mich zum Magier ernennen zu lassen. Pyroka, o Oberster vom Orden des Feuers. Erkenne mich an als einen der Euren. Weihe mich ein in die Geheimnisse der Feuermagie und ernenne mich zum Magier des Feuers. Werde ich jetzt in die Gilde der Magier aufgenommen? Du hast es geschafft. Du hast die Prüfung des Feuers bestanden. Mhm. Wir waren uns sicher, dass du es schaffen würdest. Ebenso wie wir sicher sind, dass du weiterhin alles daran setzen wirst, ein würdiger Diener Innos zu werden. Wenn du also bereit bist, den Schwur des Feuers zu leisten, wirst du als Magier in unseren Reihen empfangen. Ich bin sowas von bereit, mir fehlen die Worte. Ich bin bereit, in den Kreis des Feuers zu treten. Gut, dann schwöre den heiligen Eid des Feuers. Schwörst du vor dem allmächtigen Herrn Innos, seiner Diener und der heiligen Flamme, dass von nun an und auf ewig dein Leben mit dem Feuer verbunden ist? Bis dein Körper und dein Geist Ruhe finden in seinen heiligen Hallen und das Feuer des Lebens erlischt? Ich schwöre es. Mit den Worten des Schwurs bist du den Bund mit dem Feuer eingegangen. Trage diese Robe als Zeichen des ewigen Bundes. Nun, da du in unsere Reihen aufgenommen wurdest, kannst du mit Lord Hagen, dem obersten Befehlshaber der Paladine, sprechen. Wir sind ebenfalls sehr interessiert daran, wie er die Situation beurteilt. Also steht es dir nun frei, nach Korinis zu gehen. Wir erwarten, dass du uns unverzüglich seine Antwort bringst. Ja, geiler Scheiß, endlich. Seht ihr diese Robe, die jetzt meinen Körper ziert? Ich bin Magier, Freunde. Hier steht es auch bei Gilde Magier. Geiler Scheiß und Stufe 16. Ich möchte einen Wunsch äußern, habe ich ja versprochen. Ich möchte einen Wunsch äußern.
Jedem Magier steht nach seiner Aufnahme das Recht der ersten Tat zu. Also, was soll deine erste Tat als Magier sein? Folgendes. Der Novize Dyrian soll im Kloster bleiben. So soll es geschehen. Dem Novizen wird erlaubt, im Kloster zu bleiben. Er wird die frei gewordene Stelle des Gärtners besetzen. Ja, besser als nix, Sam. Was kann ich nun alles lernen? Zunächst mal ist es dir nun möglich, die magischen Kreise zu erlernen. Sie gewähren dir die Macht, die Runen anzuwenden. Je höher du in den 6 magischen Kreisen aufsteigst, desto mächtigere Zauber kannst du wirken. Die Formeln lernst du bei den Brüdern im Kloster. Jeder hat sich auf ein Gebiet spezialisiert, das er dich lehren wird. So ist Karas ein Meister der Anrufungen und Beschwörungen. Und Hyglas wird dich die Magie des Feuers lehren. Niemand versteht sich besser auf die Mächte von Eis und Donner als Marduk. Harlan kann dich verschiedene andere Sprüche lehren. Und er wird dich in die ersten Kreise aufnehmen. Aber jeder von ihnen lehrt dich nur die Formel. Die Runen musst du selbst erschaffen. Okay, dann brauche ich noch einen Runenstein. Uta, was sagst du zu meiner Aufnahme? Gibt's was? Nein. Nichts, was du nicht schon wüsstest. Geil, Mann, er nennt mich jetzt Bruder. Geiler Scheiß, ich bin Mitglied der Bruderschaft, zieht euch das rein. Wer trägt die rote Robe? Wer trägt den Flammenbogen? Yo, dreimal dürft ihr raten. Na, Serpentis. Hast du mir noch etwas zu sagen? Nein, im Moment nicht, Bruder. Ja, geil, obwohl er so ein Arroganto ist, nennt er mich Bruder. Was geht denn eigentlich ab, meine Brüder? Ich gehöre zu euch. Zieht euch rein, wie ich hier stolz entlang stolziere. Na, Palan, Bruder. Du wie? Hast den Schwur geleistet. Oh, danke. Geil. Willkommen in unseren Reihen. Ich Bruder. Werde dich nun in den Kreisen der Magie unterweisen, wenn du genügend Erfahrung mit hast. Bruder. Nimm diesen Runenstein als Zeichen, dass die Macht nun in deinen Händen liegt. Ja, Mann. Genau so ist es. Du hast es verstanden. Und jetzt auch mal ein bisschen... Nee, Auge Innos. Kann ich da jetzt mehr drüber erfahren? Erzähl mir vom Auge Innos. Nun gut. Das Auge Innos enthält einen Teil der göttlichen Kraft Innos. Es ist nur einem erwählten Diener Innos bestimmt, das Amulett zu tragen. Es wurde geschaffen, um uns vor den Mächten des Bösen zu schützen, wenn die Zeit gekommen ist. Verstehe. Geiler Shit. So, ich habe jetzt wie viele Lernpunkte noch? 7. Muss ich weise einsetzen. Oh, genau. Lehre mich den ersten Kreis der Magie. Der erste Kreis des Feuers erlaubt es dir, Runen, die du erschaffen hast, anzuwenden. Mhm. Du kannst jetzt die Formeln der Zaubersprüche lernen, um deine eigenen Runen herzustellen. Jeder von uns hat sich auf ein Gebiet der Magie spezialisiert. Überlege dir also gut, von welcher Art deine Zauber sein sollen. Jetzt geht's ab. Lerne mich den... Nee, das kann ich noch nicht. Geiler Shit. So, wie läuft's, Bruder, Dyrian? Danke, du hast mich gerettet. Ey, kein Ding. Oh, verzeih mir, Meister. Ich wollte nicht aufdringlich erscheinen. Ich danke dir dafür, dass ich im Kloster bleiben darf. Mein Leben wird sich von nun an ändern. Ja, es wird immer besser und besser. Sehr gerne. Es fühlt sich einfach gut an, jemandem zu helfen. Geiler Scheiß. Oh, ich werde es jeden Magier noch abklappern und mir erstmal schöne Glückwünsche einholen. Ey, ich freue mich. Endlich bin ich Magier, Mann. Hat ja auch eine Weile gedauert. Hä? Es ist auf einmal hier, du. Ach so, die Jungs pennen noch. Verstehe. Verstehe. Gorax, da ist er. So geil, wie die laufen. Mit diesen Für Innos, Bruder. Warte mal. Mit diesen Ärmeln so zusammen. Das ist ja der Shit. Ich brauche einen neuen Schlafplatz. Aha. Hier auf der rechten Seite ist noch ein Gemach frei. Nimm den Schlüssel, du wirst dort alles finden, was du benötigst. Oh, geil. Ich brauche ein paar Dinge. Und wisst ihr, was das eigentlich geil ist? Das bedeutet ja jetzt, dass ich als Magier das Kloster leer klauen werde eines Tages. Ring der Magie. Aha, an so einem Shit bin ich jetzt besonders interessiert, weil ich dann natürlich meinen Feuerpfeil intensiver nutzen kann. So, oh, Zauberstab, der einen Mana-Bonus gibt. Das ist für mich auch ein Grund, warum ich wahrscheinlich
Stab der Feuermagier, Zauberstab. Stab der Feuermagier macht zwar Schaden 60, aber dafür macht Zauberstab Mana-Bonus, auch wenn nur Schaden 55 macht. Wie viel? Okay, benötigtes Mana 25. Verstehe. Wie viel Mana habe ich? 14. Stopp, stopp, stopp. Ich brauche ein Mana-Amulett und zwar ganz schnell. Und dann skill ich gleich mal noch einen Lernpunkt auf Mana. Habe ich einen Ring der... Und dann ziehe ich das Ding erstmal an. Gibt das 200 Waffe? Der gibt halt einen 200 Bonus, aber scheiß auf den. Mana-Bonus ist erstmal geiler. Dann kacke ich zwar im Nahkampf erstmal voll ab, aber scheiß drauf. Ich will jetzt ein vollwertiger Magier sein. Dazu gehört auch, so einen geilen Stab zu tragen. So 200 werde ich dann auch irgendwann mal noch auf 30 ballern. Das reicht, um nicht vollkommen affig auszusehen mit den Bewegungen. Ja, okay. Ich weiß, was ich brauche. Ich kauf den jetzt direkt. Dann kaufe ich leichte Wunden heilen, weil ich dann auch noch keine Rune habe. Dann schaue ich mir erstmal mein neues Schlafgemach an. Hier ist es. Geiler Shit. Ich habe meine eigene Kammer, die ich sogar absperren kann, wie es mir beliebt. Ich habe meinen eigenen Alchemietisch, meinen eigenen Runentisch. Und als Willkommensgeschenk gibt es sogar diesen Mana-Trank obendrauf. Junge, Junge. Geiler geht's ja kaum. So, hier ist zwar nichts drin, aber hier kann ich mein Hab und Gut verstauen. Geknackt habe ich ja gerade schon. Wir haben es jetzt... Nee, ich habe die Bude neu. Ich muss hier direkt nochmal pennen. Einfach nur vor Freude, weil es geht. Sehr gut. So, und jetzt investiere ich direkt einen Lernpunkt in Mana, sodass ich dann schon mal 15 habe. Und dann lasse ich mir, sobald es geht, ein Amulett raus, was mir einen Mana-Bonus von 10 gibt. Für Innos. Für Innos, Bruder. Geil. So. Suchen in Irrlichts, gravierter Ring. Geschicklichkeit... Dieser Ring hier, der ist die Lösung. Dieser Ring, den lasse ich an. Ich scheiße auf den Stärkering. Dieser Ring, er löst alle meine Probleme, Alter. So, Mana 24. Jetzt einmal Mana schön durchsteigern. Bei Parlan, Meister Parlan, soll ich natürlich sagen. Ich will mal Mana plus 1. Cool. Und dank dieses Stabes, den ich jetzt anlegen kann, werde ich dann direkt 45 Mana haben. Wo ist er denn? Da, Zauberstab. Ja, vom Schaden her natürlich nicht. Ich werde ihn auch nicht ganz Zeit tragen, aber immer mal wieder. Und gerade jetzt, wo ich Magier bin, gehört es einfach dazu, weil ich jetzt besonders episch und geil sein will. Jetzt habe ich einen glitzernden Zauberstab und einen flammenden Bogen. Geht es noch ein bisschen feuermagerischer? Magischer? Ich glaube kaum, ne, Opulus? Was sagst du zu meinem Aufstieg? Nix, aber ist auch in Ordnung, ich mag dich. Man muss auch nicht überall so jetzt mega beknien lassen, ne? Und richte mich. Also jetzt im Moment habe ich hier keine Lernpunkte mehr übrig. Sergio Leone, was sagst du zu meinem Aufstieg? Ja, das Inos erleuchte deinen Pfad. Deinen auch, Bruder. Du bist zwar ein Paladin, doch du bist trotzdem mein Bruder, denn alle im Dienst Inos sind meine Brüder. Und Inos Willen werde ich mit flammender Begeisterung durchsetzen. Geil, ey. Ich freue mich mega. So, jetzt geht's auf direktem Weg in die Stadt zu Lord Hagen. Es gibt ja eigentlich nichts mehr. Was ist jetzt noch? Was soll ich denn jetzt noch? Nee, ich bin bereit für Kapitel 2. Ich bin bereit dafür, das große Abenteuer endlich anzutreten. Hey, Pedro, hast du vielleicht noch was zu sagen? Ist nicht allzu lange her, dass du mich hier an der Pforte empfangen hast. Erzähl mir vom Leben im Kloster. Darüber könnte ich dir mittlerweile was erzählen, weil ich jetzt hier inzwischen der Barbo bin, versteht ihr? Okay, Barbo ist jemand anders innerhalb der Klostermauern, das muss ich auch zugeben. Geile. Und vor allem, ich finde diese Kombi aus Feuerbogen und Feuermagier-Robe auch einfach einzigartig. Ich werde gleich mal da vorne bei meinem Lieblingsmagier am Schrein schauen, ob der inzwischen auch wieder irgendwelche Ware in petto hat, die mir zum Vorteil gereicht. Oh, und meine erste Rune muss ich natürlich sofort anlegen. Es geht gar nicht, dass ich die nicht eingelegt habe. Auf der 10. So, der macht Schaden 25. Was ganz in Ordnung ist dafür, dass jeder Treffer sitzt. Und dann werde ich auf jeden Fall so schnell wie möglich auch die weitere geile Sprüche lernen. Und dann geht's ab. Es wird so dreckig abgehen, Freunde. Ich habe abnormal Bock. Ich kann gar nicht ein Wort fassen, wie ich Bock habe. Zeig mal Ware.
Ja, Mana-Bonus 10, Lebensenergie-Bonus 10. Der ist noch geiler als der Ring, den ich gerade trage, weil der auch noch den Lebensenergie-Bonus bewirkt. Das heißt, ich verkaufe jetzt mal... Das ehrlich will ich eigentlich behalten. Ich verkaufe jetzt mal Ring der Eisenhaut. Das ist im Prinzip Schutz vor Magie. Nee, ey. Als ob man jemals den anlegt. Ich nicht. Schutz vor Pfeilen werde ich auch nie anlegen. Erkennungszeichen vom Ring. Ring der Kraft, Stärke bei uns, ganz nett. Ring der Eisenhaut, Schuss vor Waffen. Nee, es wird bessere Schutzringe geben im Laufe des Spiels. Das ist schon mal sicher. Goldener Kelch, ich muss mal wieder zur Halbor gehen. Ja, jetzt bin ich natürlich in der verhängnisvollen Situation, dass ich nicht genügend Kohle habe, um mir diesen geilen Ring an Ort und Stelle raus. Möge Innos allzeit über dich wachen. Bruder, dich auch sowas von, ey. So. Geil, ey. Endlich, das liebe ich in Gothic und in Piranha-Bytes-Spielen generell. Es braucht eine Weile, bis du mal was gerissen bekommst. Aber wenn du das gerissen bekommst, dann fühlt sich jede Belohnung und jeder Aufstieg so geil an. Einfach nur eine Gilde beizutreten. Eines der geilsten Gefühle, die es in Spielen überhaupt nur gibt, finde ich. So, schwer gefüllt mit Goldmünzen. Kein Problem. Soll ich den Mana-Ring dann verkaufen auch direkt? Nee, ich verkaufe den mal noch nicht direkt, weil... Falls ich da mal beide anziehen will, ist es natürlich besser, beide zu haben, ne? So, das heißt, ich werde schon noch genügend anderen Kram, meine Novizenrobe. Aber hier eine Lederrüstung war cool, aber ne, weg damit. Man muss loslassen können, ne? Oh, ich habe so viel alte Waffen und Kram dabei, Alter. Da kann ich davon einfach ein bisschen was... So, okay, jetzt gib mir mal dieses geile Stück von Ring. Ring der Erleuchtung, Lebensenergiebonus 30. Das ist einfach... Wisst ihr mit wie viel... Segne mich mal bitte. Segne mich. Ich segne dich im Namen Innos. Danke, Bruder. Der Herr lasse sein Feuer in deinem Herzen brennen und gebe dir die Kraft, nach seinem Recht zu handeln. So ein Segen ist immer gut zu haben, vor allem wenn ich in Innos Namen... Möge Innos allzeit über dich wachen. Jetzt bin ich gesalbt bis in aller Tage Abend. Kann ich dir eigentlich anlegen? Nee. Nur mal so aus Neugierde. Was ich eigentlich sagen wollte, wisst ihr, wie viel Leben ich dann durch die Lande marschiere? Richtig, mit 368... Wenn ich statt dieses Ringes diesen Ring hier anlege, Mama fix, geiles Leben, ey. Geht's noch geiler? Es geht immer noch geiler, aber ich bin so schon mal extrem, extrem glücklich, ja? Ich lasse jetzt diesen Feuerpfahl auch einfach nur gezückt aus Prinzip, dass möglichst viele Flammen um meinen rot beschärpten Körper lodern, ne? Lodern ist übrigens eines der geilsten Worte, um Flammen zu beschreiben, finde ich. Innos! Schau mal, ich bin jetzt ein demütiger Diener, ey. Wobei ich eher ein stolzer, starker... Ich will... Das ist natürlich heftig. Halt! Ich kann auch beten, auch wenn ich 0 Goldstücke spende. Innos liebt mich auch, wenn ich einfach nur bete. Ich habe nämlich nur noch 7 Gold, ey, krass. Kein Problem, ich führe so viele alte Waffen mit mir rum. Durch deren Verkauf kann ich auch locker nochmal direkt 1000 Goldstücke rausschlagen. So, und es steht direkt meine erste besonders ehrenhafte Tat als Magier an. Und zwar die Ermordung von Kanta. Ja, natürlich ist das ein bisschen assig, aber hey. Ich habe gesagt, dass ich das so machen werde und ich werde durchziehen, was ich ankündige. Schutz vor Waffen habe ich jetzt außerdem 40. Weil so ein Bademantel ist natürlich deutlich effektiver als der Rock, den ich vorhatte, und vor allem deutlich effektiver als so eine hochwertig mit Nieten versehene Lederrüstung. Na gut, kann man mal machen. Kann man mal meinen, dass dem so ist. Oh, und ich freue mich auch schon, bald den Geschicklichkeitsbonus absahen zu dürfen. Ich werde mir dann bei Zeiten auch noch eine Amulett und so weiter rauslassen bezüglich Geschicklichkeit, sodass ich dann durch Skillen möglichst schnell an den Bonus rankomme. Hutsch, hutsch. Courage, go, gog. Ja, ist in Ordnung. Junge, bald wirst du auch hinweggesäbelt. Aber ich habe im Moment noch erst einen Eisklotz. Am Anfang ist das Magier ein bisschen hart, aber später wird es dafür umso epischer.
Na, was sagst du jetzt, Mika, zu meinem... Ja, juckt ihn gar nicht. Aber neulich war ich hier noch der abgeranzte Typ und jetzt bin ich auf einmal Feuermagier. Daron, hast du was dazu zu sagen? Ach, erzähl mir nicht sowas. Nee. Bruder, wir sind auf Augenhöhe, ja? Das ist ja interessant. Ja, das ist sehr interessant. Mein Mann sieht das anders. Aber ich meine, er hat sich das ja schon gedacht. Er ist ein kluger Typ, wisst ihr, er kalkuliert das Ganze ja schon im Vorhinein durch. Es ist nicht so, dass das vollkommen überraschend auf ihn zugerollt kam. Nein, er hat sich das vorher schon gedacht. Aber so groß war der Zorn Belians, dass er über das Land kam, ist doch völlig logisch. Ganz klar. Alter, die Stimme. Nee, wenn ich die Stimme schon höre, an wen muss ich als erstes denken? Natürlich an Halvor. Der hat auch so einiges gehört. Ich geb dir für deinen ganzen Kram 200 Goldstücke. Komm lieber morgen wieder. Sonst schöpft noch jemand Verdacht. Jetzt ist morgen, Halvor. Hier. Allerhand goldenen Tand habe ich Fall zu bieten. Alle Teller und Kelche. Ich gebe dir für deinen gesamten Kram 100 Goldstücke. Ein bisschen Mauer, na gut, hier nehmen. Gut, ich verkaufe. Das war ein gutes Geschäft für heute. Komm besser morgen wieder, sonst wird noch jemand misstrauisch. Ja klar, ciao. Genau, Kanta, bevor ich vor Lord Hagen dreht, will ich all die Drecksarbeit, die es so zu verrichten gibt, natürlich verrichtet haben. Und das impliziert unter anderem... Oh, geil, das kann ich auch mal versuchen, aufs Schiff zu kommen. Aber das machen wir alles beim nächsten Mal. Jetzt will ich erstmal Kanta aus dem Weg räumen. Weil die Schlange hat es natürlich auch eurer eigenen Entscheidung nach nicht anders verdient. Wurde auch so beschlossen von euch in den Kommentaren. Und deswegen wird der Typ jetzt dran glauben müssen. Das habe ich auch noch nie ausprobiert. Eben, wenn man den vorher noch umknüppelt und dann in Kapitel 3 ist er nicht mehr da und dann behält Sarah ihren Stand. Das ist der einzige Weg, wie Sarah sicher ihren Stand behält. Und ich hatte noch nie einen Playthrough, bei dem Sarah ihren Stand behalten hat. Deswegen wird es höchste Eisenbahn und deswegen, ich glaube, ich mache das am besten am Tage, weil nachts gammelt ja Wolfgang auch noch bei André da drin rum. Und das muss ja nun wirklich nicht sein. Wobei das natürlich andererseits auch den Vorteil hätte, dass sie dann hier stünden und weiter entfernt vom Knast wären. Vielleicht sieht André von hier auch. Aber wenn er es von hier sieht, ganz ehrlich, dann sieht er es auch von hier. Na, was sagst du zu meiner Schärpe? Wie ich einfach so richtig aufmerksam geil von jedem fordere, dass er irgendwas dazu zu sagen hat. Okay. Kantar. Also, folgender Sachverhalt. Ich erkläre es kurz, wie wir zwar das machen. Ich schläfere den Typen da drüben ein, ja? Dann friere ich dich ein und dann klopfe ich dich um. Natürlich brauche ich dafür den Meisterdegen, den ich jetzt auch anlegen werde. Natürlich brauche ich dafür auch Schlaf, der sich auf der 6 befindet. Und Eisklotz, der sich auf der 8 befindet. 6 und 8. Der Typ wird natürlich nicht für immer Schläfer bleiben, aber Boltan, gute Nacht. Oh, du wirst müde. So, Kanta, wir zwei. Ja, ganz genau. Links, rechts, bam, 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 bam. Aha. Ja, so läuft der Hase. So, jetzt wird er erstmal entwaffnet, ja? Dass er keine Gefahr mehr darstellt. Und dann ist die Frage, wer zuerst aufsteht. Wenn der Typ da hinten zuerst aufsteht, dann kriegt er gleich nochmal einen Schlafzauber verpasst. Da kenne ich gar nichts. Weil ich Kanta natürlich töten will, aber... Das geht natürlich. Natürlich will ich vorher mit ihm reden. Das ja nicht nochmal. Dann werden wir mal sehen. Es war sehr dumm von dir, mich anzugreifen. Entweder du machst die Sache wieder gut, oder ich werde dafür sorgen, dass du deine Tat bitter bereust. Ja. Und was schwebt dir davor? 100 Goldstücke. Hab ich nicht. So viel habe ich nicht. Was stiehlst du dann meine Zeit? Okay.
Ich wollte einfach nur diesen Dialog noch haben, deswegen habe ich ihn nochmal am Leben gelassen, aber das heißt natürlich nicht, dass er endgültig verschont wird, nein. Das soll sein Ende sein. Was soll das denn werden? Warum schleichst du hier rum? Dass niemand sieht, wie ich dich beseitige, Kantar. Ja, Feierabend. Meine erste Tat als Feuermagier. Im Namen Innos. Gut, da liegt er. So, eine Zelle machen wir wieder zu. Und ich glaube, das war eine Bereicherung für die Stadt. Zwar ein bisschen fies, aber manchmal muss man einfach knallhart durchziehen und das tun, was die richtige Entscheidung von einem verlangt. Juckt dich das andere? Nö, das juckt dich gar nicht. Gut. Sehr gut. Keiner hat irgendwas gesehen. Dann haben wir die Angelegenheit auch von der Backe. Okay. Dann geht's jetzt zu Lord Hagen, Freunde. Oder soll ich erstmal noch einmal probieren, aufs Schiff zu kommen? Ja, ich finde, dass ihr Bewohner von Korinnes. Weil jetzt machen wir erstmal ein bisschen einen auf Prollo-Magier, versteht ihr? So wie ich schon die ganze Zeit rumrenne und von jedem hören will, wie geil ich bin, so wie ich auch die ganze Zeit rumprall, was ich für eine geile Robe trage und für einen geilen Bogen und so. Meine ich natürlich alles nicht ernst, Freunde. So wie ich auch als erste Tat einfach mal Asikanta absteche, so will ich natürlich aus meiner privilegierten Situation noch viel mehr Vorteile schlagen und jetzt einfach mal ganz frech versuchen, aufs Schiff zu kommen, obwohl ich da nicht hin darf. Wer will sich schon dem Wort eines Magiers widersetzen? Die Frage, die... Für Innos, Bruder! Die zwängt sich mir auf. Geil, dass die Paladine das jetzt auch sagen. Paladine sind jetzt auch mal verbindet. Martin, was sagst du? Sag nix. Es wäre gewagt oder es wäre... Was wäre es? Ja, da wollen wir es mal wagen. 170 Erfahrungen und 77 Goldmünzen sind eine Dreingabe, die ich stets gerne annehme. Ja, Freunde, also an alle, die Kanta aus dem Weg geräumt sehen wollten, ihr seid auf eure Kosten gekommen. Was für eine inhaltsreiche Folge. Feiermagier geworden, Kanta aus dem Weg geräumt und jetzt auch noch kurz davor in Kapitel 2 zu kommen. Eine Menge passiert momentan. Eine Menge. La la la. La la la. So, Jungs, schaut mal, wer anstürziert kommt. Moment, wo willst du hin? Ich wollte. Tut mir leid, du kannst hier nicht vorbei. Du stellst den Wunsch eines Magiers des Feuers in Frage? Nein, natürlich nicht. Innos möge mir verzeihen. Die Magier des Feuers sind die Hüter der Weisheit Innos. Ja. Wer sie in Frage stellt, stellt Innos in Frage und verwirkt jegliches Recht auf seine Gnade. Geil, ich bin jetzt in einer Position, die man gar nicht hinterfragen darf. Das ist ja krass. Was passiert, wenn ich an Bord gehe? Ich werde dich töten. Hä? Ich meine, aufhalten. Ah ja, okay. Du würdest einen Magier des Feuers angreifen? Ich würde niemals Hand an einen Magier legen. Also, was würdest du tun, wenn ich an Bord ginge? Nichts, mein Herr. Das wollte ich hören, gut. Ich werde jetzt an Bord gehen. Das darfst du nicht. Lord Hagens Befehle waren eindeutig. Scheiß auf Lord Hagen, Alter. Schließen Lord Hagens Befehle auch mich mit ein? Ich weiß nicht. Ich habe keinen Namen. Wie will man mich einschließen? Ein Magier des Diebstahls zu verdächtigen? Das glaube ich nicht. Ja, eben. Also. Zum letzten Mal. Lass mich auf das Schiff. So ein geiler Dialog. Du darfst auf das Schiff. Jawohl! Sehr gut. Offiziell habe ich jetzt hier die Betretungserlaubnis, wie sein Kollege sich einfach nicht einmischt, sondern mit stoischem Gesichtsausdruck in die Ferne gafft. So stehe ich immer an einer Bushaltestelle. Oder eher Straßenbahn. Mach keinen Mist, solange du hier bist. Alles klar. Der Kommentar ist dir sparen können, aber trotzdem danke für den Hinweis. Oh! Schiffswache, was passiert, wenn ich den Trank hier einsack? Nix, ist ja ein Mana-Trank, der wurde für mich dorthin gelegt. Wir beobachten dich. Denk daran. Ich bin Magier des Feuers. Denk daran. Beten. Ich glaube, ich habe heute schon... Egal, Innos, ich habe heute die Spendierhosen an. Egal, ob ich einen Bonus kriege oder nicht. Ab in den Bauch des Schiffes. Oh, Gold. Das ist schon mal direkt... Meins.
Hier liegt noch ein Rohstahl. Geil. Ich habe jetzt quasi, als Magier hast du die ultimative Freiheit. So, keiner traut sich, das, was du tust, in Frage zu stellen. Alle knien dir zu Füßen. Keiner weiß so richtig, deine magischen Fähigkeiten einzuschätzen und hat deswegen ein bisschen Schiss vor dir. Und ist es nicht geil, wie die Sonne hier durchs Gitter ballert und der Schattenwurf desselbigen hier unten den Boden verschönert. Geschwindigkeitstrank. Ich glaube, das eine war auch gerade ein Stärketrank, was ihr abgesandt habt. Keiner würde auf die Idee kommen, einen Magier des Diebstahls zu bezichtigen. Aha, aha. Ich kann hier frei walten. Ich kann machen, was ich will. Magier und die damit einhergehende Kleidung bedeuten nicht nur Freiheit fürs Gehänge, sondern auch Freiheit für alles, was man so treiben kann. Das, was ich hier gerade abgezogen habe, war Maulradfett. Merkt euch das, dass ich das an dieser Stelle abgezogen habe. Da werde ich nämlich später im Spiel nochmal drauf eingehen. Ne? Und wenn ich dann sage, wisst ihr noch damals, als ich Maulradfett abgezogen habe, dann merkt euch... Mach keinen Mist, solange du hier bist. Nee, dann war das hier, okay? Gut, Jungs. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank für den Zugang, der mir gewährt wurde. Ich muss jetzt wieder meiner Pflicht nachgehen, wisst ihr. So ein Kutter ist ja ganz nett, aber ich habe natürlich wichtige Dinge zu erledigen. Hey, Girion, wie ist die Lage? Kannst du mich... Wenn du etwas lernen willst, musst du dich schon an einen Lehrer außerhalb unseres Ordens wenden. Ich bin ein Krieger, kein Lehrer. Ja, dir ist aber schon bewusst, dass ich ein Magier des Feuers bin und dass es dir schlichtweg nicht gestattet ist, meine Bitte auszuschlagen, ne? Ja, schon klar, dass Inners das nicht so gerne sieht, aber Inners ist erfüllt mit überschwänglicher, unbedingungsloser, unaufhaltbarer Liebe und wird dir deshalb ausnahmsweise diesen Fehler nachsehen. Ne? Er drückt mal ein Auge zu. Wisst ihr, dass so Maultaschen erfunden wurden? Mönche haben damals in der Fastenzeit Fleisch essen wollen, haben gedacht, wenn sie es in Teigmantel einpacken, dann sieht's Gott nicht. Ne? So wurden Maultaschen erfunden. Ne? Habe ich mir jetzt, doch, ehrlich, es ist kein blödes Gelaber von mir. So, meine Schärpe passt ja auch farblich ganz gut zu den Tüchern im Puff. Wer weiß, ob sie aus denen nicht zusammengenäht wurde. Wer weiß, ob das nicht letzten Endes derselbe Stoff ist, der da der Sache zugrunde liegt. Ne? Wer weiß. So, Lehmer der Geldleier. Wie gesagt, bei dem Burschen wird auch noch zu späteren Kapiteln reingeschneit. Und jetzt, Freunde. Nach 57 vorangegangenen Folgen, beziehungsweise beim nächsten Mal werden es dann 58 vorangegangene Folgen sein, werde ich endlich das, was mir in der ersten Folge aufgetragen wurde, umsetzen. Ich werde Lord Hagen, den Anführer der Paladine hier in Korinnes und Anführer dieser heiligen Expedition, um das Auge Innos bitten. Und damit wird das Abenteuer, zu dem alles, was bisher kam, eigentlich nur Vorgeplänkel war, erst beginnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt gerne einen Daumen hoch. Wunderschönen Tag noch. Ciao.